So, hallo liebe Freunde klassischer Fernsehunterhaltung, da sind wir mal wieder und heute mal ein bisschen was Spezielleres, sage ich mal. Und zwar spielen wir heute für ein Super Nintendo Familienduell bzw. Family Feud, wie es denn in der Originalfassung heißen könnte. Und auch heute ist wieder mein charmanter und wunderschöner Co-Moderator da, der Headless. Sag hallo. Guten Abend. Ja, natürlich, da ist er und ja, du freust dich, nehme ich an. Ich bin, ich kann mich kaum noch auf meinem Sitz halten, denn Familienduell, wir hatten es damals nicht geguckt, jeden natürlich. Verdammten mit, Tag im Fernsehen. Mit, wie hieß er, Werner Schulze Erdl, war das richtig? Kann sein, ja. Genau, sehr schöne Sendung und ich denke mal, wir werden in der Zukunft ein bisschen mehr Super Nintendo Projekte starten, weil das sehr einfach ist, einfach im Koop einfach viele Spiele durchzugehen. Und bevor die ersten Leute schon jetzt in den Comments reinschreiben, hey, ihr seid voll scheiße, und dass wir sozusagen ein Spiel machen, das Semero schon geletsplayt hat, kann ich nur sagen, es wurde schon jedes Spiel für Super Nintendo geletsplayt. Also sind wir da keiner Schuld bewusst. Außerdem, Semero, ich bin ein Riesenfan von ihm, eigentlich der einzige Let's Player, der mir nicht hart auf die Nüsse geht. Also so Sachen wie Gronkh und Konsorten, damit kann ich nichts anfangen, aber Semero, wirklich sehr sympathisch, sehr nett. Und ja, labern wir nicht drumrum, starten wir das Spiel. Du verdammter Schleimer. Nein, wirklich, ein sehr angenehmer Let's Player, der auch nicht nur so Mainstream-Kacke spielt, wie, keine Ahnung, die einfach beliebt ist, sondern auch mal, sag ich mal, Indie-Projekte zeigt. Wen nehme ich denn? Die sehen alle kacke aus. Ich nehme den Asiaten. Nennen Sie bitte Sushi. Nein, das ist die Familie Tam! Ach, schade. Ja, wen nimmt der? Ach, nehme ich die und ich nenne sie Red. Red. Ja. Einer fällt so ein bisschen. Die sehen alle ein bisschen, weiß ich nicht, gruselig aus. Vor allen Dingen der mit dem violetten Shirt. Oh ja. Was? Name something that has a long life? Was? Keine Ahnung. Hier fällt was ein. Natürlich. Highlander. Fast. Was kommt jetzt? Turtle. Oh. Wenn ich denn die Knöpfe treffe. Aber ich habe ja noch eine halbe Stunde Zeit von da. Wundervolle Musik spielt im Hintergrund. Einer der Hauptgründe, warum man dieses Spiel überhaupt spielt. Turtled. Tja. Das ist sogar noch die richtige Antwort, unglaublich. Wer hat's drauf? Ich hab's drauf. Tell me an animal you'd recognize from a picture of its ears? Ja. Was? Elephant natürlich. Wenn das nicht richtig ist, verprügel ich jemanden. Natürlich richtig. Ich hätte es den Hasen genommen, muss ich sagen. Na, möglich. Aber wir reden von Amerikanern. Natürlich. Ja, dann muss man warten. Nehmen wir Russ, reason why being late going to the doctor regularly? Weil sie sich was in den Hintern geschoben haben. Nein, sie sind draufgefallen. Das sind alles Unfälle. Ja. Name something that turns your eyes red. Lemon Juice? Was? Ja, wovon werden denn Augen rot? Schlafentzug? Nein. Hallo, wo ist das J? Ich wollte auch nur Salz reinschreiben, aber Lemon Juice? Ach komm! Zitronensäure, Zitronensaft? Ich hab ne Beziehung. Also, wenn das jetzt Punkte gibt, dann freue ich mich. Acid, davon werden Augen nicht rot, davon gehen Augen weg. Gut. Name something you might hear that would make you call the police. Gunshot. Might hear. Ja, wobei das ist Amerika. In Amerika sind Gunshots ja natürlich nicht so unüblich. Aber. Dann machst du dir eher Sorgen, wenn keine da sind. No Gunshots, genau. Ding, 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 ding. Sogar die Top-Antwort, denke ich mal. Nein, nein, es geht ja einfach nur um die richtige Antwort. Keine Ahnung. Ja, es gibt ja immer unterschiedliche Regeln so ein bisschen verdrängt. Ja. Ich habe die Regeln so ein bisschen verdrängt. Ja, deine Familie sieht so ein bisschen demotiviert aus. Ja, der zweite von rechts, auch mein persönlicher Liebling. Ja. So, und die sechs häufigsten Antworten. Name a specific text deduction. Okay, da können wir schon aufhören. Keine Ahnung. Most people take when they fall. Keine Ahnung. Text, ich wüsste es nicht mal auf Deutsch.
Und schon gar nicht auf Englisch. Vor allem die Top 7 Antworten. Wie soll das hier ein Mensch lösen? Ignorieren wir das einfach mal. Okay. Wieder die nächsten Top 7. Name something men or women wear in public that's not comfortable. Ja. Keine natürlich. Ahnung. A bra. Nee, keine Ahnung. Wieso kriegen wir jetzt so behinderte Fragen? Wir haben gerade so eine Testrunde gespielt, da gab es eigentlich ziemlich coole Sachen, aber... Ja. Entweder wir haben merkwürdige Fragen oder Fragen über Tiere. Bei The Quad? Was ist ein Quad? Ich habe keine Ahnung. Nee, ernsthaft, was ist ein Quad? By The Quad. I don't know. Ja. Oh, Top 11, super, es wird ja immer einfacher. Name something on the breakfast table at your house. Okay, komm, das müssen wir... Das kriegen wir hin. Orange Juice. Das weiß ich nur, weil ich ganz viele amerikanische Filme gesehen habe. Ja, da steht tatsächlich immer Orangensaft. Also, ich habe noch nie Orangensaft zum Frühstück getrunken. Aber mein Filmwissen bringt mich natürlich weiter. Ja. Toast? Bread? Wobei, die Amis sind ja mehr so die Weißbrot-Fanatiker. Ja. Toast. Muss auf jeden Fall drin sein. An siebter Stelle. Ah, ich weiß. Coffee. Schreibt man so Coffee auf Englisch? Nein, so, oder? Mit einem F? Das ist eine gute Frage. Hallo, wie schreibt man Coffee auf Englisch? Das ist jetzt peinlich. Ich würde sagen mit einem E. Oder vielleicht doch mit zwei. Koffe? Nein. Nee, vielleicht. Mit einem F und mit zwei E. Nee, auf jeden Fall mit zwei F. Und ich glaube mit zwei Es. Natürlich mit zwei Es. Ich war mir sicher, ich wollte jetzt halt nur ein bisschen Spannung noch bauen. Ja. Aber was gibt's noch? Ja, trinken Amerikaner Tee? Die sind jetzt nicht so die Tee-Fanatiker. Was gibt's noch? Ja, Kellogg's. Frühstücksflakes. Müsli. Meinst du halt Cornflakes? Ja, Cornflakes. Ob du mich nicht hättest. Oh! Cornflakes. Cornflakes. Nein! Flakes, da fehlt das S. Ah! Ich wette, wenn ich jetzt Cornflakes schreibe, wird es richtig sein. Das wäre aber schon ein bisschen fies. Ja. Cornflakes, so. Oh nein, hallo? In welchem Frühstückshaushalt gibt es keine Flakes am Morgen? Was gibt's noch? Ja, soll ich jetzt Tee probieren? Was gibt's noch? Eggs. Das kenne ich auch aus vielen... Das muss es jetzt aber eigentlich geben, ja. Das kenne ich auch aus ganz vielen Filmen. Zumindest bei ein paar wenigen. Aber Frühstücksflakes, hallo? Das essen alle Leute in allen amerikanischen Sitcoms. Wo ich auch mein ganzes Wissen her habe. Aus dem Fernsehen. Was gibt's noch? Was gibt's noch? Ah, Jam. Ist es Jam oder Jelly? Jam. Achso, Marmelade. Ja, Marmelade, Brotaufstrich. Mir würden noch einige Sachen einfallen, aber die sage ich natürlich. Oh, hallo? Oh Gott, ja. Verkackt. So, dann klaue ich dir jetzt mal spontan die ganzen Punkte. Mit? Mit etwas sehr Gesundem, was ich eigentlich auch nur aus dem Fernsehen, also ja, zumindest oft im Fernsehen gesehen habe. Milk? Ja, stimmt, Milk hätte ich auch schreiben können. Deswegen bin ich ja auch, und? Ach, hallo, an dritter Stelle? Oh ja. In welchem Universum? Salt and Pepper. Cereal, genau, das wäre die Komplex gewesen. Sugar. Zucker, das ist klar für die Amis. Eine Schüssel. Butter. Natürlich Newspaper. Salt and Pepper. Ernsthaft? Vor allen Dingen, wo tut man Salt and Pepper bitte schön dran? An den anderen Sachen, die hier dran sind. Außer vielleicht an die Eier. Ist einfach lächerlich.
Ich mag meine Zeitung auch mal gern mit Salz und Pfeffer. Ja. Na, da sieht man, wie motiviert ich bin. Ja, und obwohl sie gewonnen haben, sehen sie genauso aus wie vorher, aber sie klatschen wenig. Wenigstens das, ja. Egal. War erst die erste Runde, das sage ich total unwichtig. Namesangs made of foam rubber. Made of foam rubber? Ja, Schaumstoff. Ja. Keine Ahnung. Spontan? Keine Ahnung. Vor allen Dingen nicht fünf Sachen. Möbel, vielleicht. Du hast, ja, egal. Try to escape from. Da fallen mir vielleicht zwei Sachen ein. Ja, die anderen Sachen fällt mir auf jeden Fall auch ein, was? Aber... Was? Ernsthaft? Keine sechs Stück. Ja, ein Wassertank und ein Koffer. Oder Ketten. Ja, stimmt. Name something people say before they go to bed. Und du schreibst ihn bestimmt. Good night, oder was? Also ein paar Sachen fallen mir noch ein. Ja, natürlich. Ching, 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 ching. Ja. Ja, dann fallen dir noch fünf Sachen ein. Ich sag, das wird richtig sein. Was geht um die Romantiker? Ja, entweder sagt man das zu seiner Ehefrau oder zu seinem Kind. I love you. Ich meine, das sage ich auch oft zu dir. Ja, natürlich. Das war wenigstens schon mal dabei. Ja. Ich muss sagen, ich bin auch richtig motiviert von dieser Musik. Hätte ich ein Banjo hier, würde ich das direkt mitspielen wollen. Sleep well. Da. So was Ähnliches hatte ich auch schon im Kopf. Was ja auch viele nicht wissen, ich stehe gerade neben meinem Computer und tanze den Goldgräber-Tanz. Sleep well nicht? Nein. Ah. Das wäre zu einfach. Was sagt man noch? See also ich wüsste auf jeden Fall noch was. See you tomorrow. Ja, lass dich nicht von den Bettwanzen beißen. Ja. Okay. Thanks. Bye. Ja, das ja. Wird garantiert sein. Ja, wenn das Spiel ein bisschen moderner wäre, wäre das auf jeden Fall richtig. Na, da fehlt ja noch das LOL und das Roffel. Ja. Ja, was noch? Ja. See you? Das wäre schon ein bisschen einfallslos. Ach, noch geschafft. Verdammt! Muss ich jetzt gleich wieder die ganzen Punkte klauen? Ich hab aus Versehen einen Snapshot gemacht. Verdammter Controller. Ja. Was gibt's noch? Hallo? Schlaf gut? Hab dich lieb? Soll ich jetzt tatsächlich noch helfen? Nee, das wäre nicht gut. Verflucht, wieso fällt's mir nicht ein? Ich hatte so gute Ideen, die jetzt weg sind. Nee, mir fällt nichts ein. Lol, ja, das bestimmt garantiert. Ja, sicher eine total geniale Abkürzung für, Ja, was könnte man denn nochmal so Schönes sagen? Ja, du hast so eine Idee, oder? Ja, nee, das sag ich ja nur so, um dich ein bisschen unter Druck zu setzen. Ja, hat funktioniert. Was kommt jetzt? Shut up! Wir reden von Amerikanern, wo jeder seinen Nachbarn hasst. Das würde mich tatsächlich noch nicht wundern. Shut up, fuck you. Oh. Ich hab keine Idee. Ich sag, Prayers. Prayers. Sweet Dreams. Turn off lights. Oh. Oh. Okay, Sweet Dreams könnte man noch drauf kommen, aber Prayers. Turn off lights. Prayers. Ja. Ja, gut. Ja, willkommen in Amerika, dem religiösesten Land im Universum. Fanatischer Gottesstaat. Ich hätte gerade. Sieh dir diese Emotionen an. Die Emotionen kommen durch die Musik.
Name and occupation that seems glamorous to many young girls. Fuck. Das wollte ich. Ich wollte nicht drücken. Ja, warum hast du dann gedrückt? Ja, Actor. Ich schreibe jetzt mal nicht War, aber okay. Actor wollte ich schreiben. Actor. Was? Tja. In welchem Universum will ein junges Mädchen keine Schauspielerin werden? Was kommt jetzt? Ich weiß nicht, ob das im Englischen auch so schreibt. Hure schreibt man mit W. Das hätte ich tatsächlich gewusst. Ah. Halt nein, das hätte ich natürlich nicht gewusst. Ein Model. Ich habe echt keine Ahnung, dass das im Englischen genauso ist. Oh, das ist noch die Top-Antwort. Ding, ding, ding. Lachhaft. Ding. Ja, im Grunde kann ich jetzt schon gehen. Ja. Scheiße, wie heißt das? Was heißt nochmal Krankenschwester? Bin ich blöd? Nurse. Genau. Ernsthaft? Kleine Mädchen wollen Nurses werden? Garantiert, das ist doch genauso wie der Feuerwehrmann bei den Jungs. Ernsthaft? Ich behaupte das jetzt. Ist das nicht mehr so ein Traum von Männern, dass eine Nurse kommt und denen... ja, behilflich ist? Ich hätte so gelacht, wenn jetzt wirklich ein Nurse gekommen wäre. Was wollen sie denn noch werden? Ich überlege, ob es ein anderes Wort für Actor gibt. Oder ob ich es falsch geschrieben habe. Das kann nicht sein, dass Actor nicht beliebt ist. Was willst du werden? Schauspielerin! Ja. Ja, was kommt jetzt? Priesterin? Fast. Princess, natürlich. Ist das eine Occupation? Weiß ich nicht. Oh. Weil kleine Mädchen wollen immer Prinzessin werden. Ja, und ein Einhorn haben. Ja. Ich hätte auch gerne ein Einhorn. Das nenne ich Rarity. Ich hätte auch gerne ein Einhorn, ja. Too many young girls. Was wollen die denn noch so machen? Also mir fällt noch was ein, aber... Was denn? Sag ich nicht. Die wollen sicher, den Weltfrieden. Sicher falsch. Ja, Prom Queen. Aber das ist keine Occupation. Stewardess. Nee, keine Ahnung. Was wollen amerikanische kleine Mädchen werden? Waitress? Ja, ist auch ein Traumjob. Ja, das stimmt allerdings. Das ist ja unglaublich. Wife, genau! Nee, ich wollte eigentlich was anderes sagen. Ist sowieso zu spät. Aber meine Zeit ist eh vorbei. Aber ohne Witz, Wife? Wife könnte doch richtig sein. Viele kleine Mädchen wollen unbedingt eine Frau werden. Eine Ehefrau, hallo, wenn die einen reichen Macke heiraten, müssen die nie wieder was machen. Aber das Gute ist, ich habe voll die Idee. Und bin eigentlich erschrocken, dass du nicht drauf gekommen bist. Wenn nicht Actor, dann Singer. Ich wäre gerne eine neue Miley Cyrus, bitte. Singer. Ja. Ich wette, Singer ist ein falsches Wort. Oh, was? Was kommt? Actress, unglaublich. Flight Attendant. Und Dancer. Unglaublich. Unglaublich. Oh ich wäre sogar mit Steward ist wahrscheinlich richtig gewesen. Und Actress. Oh. Ja, hast du sie geschrieben mit einem S am Ende? Was? Nein, ich habe Actor geschrieben. Achso. Ja, nee, ist ja die Frau. Ja. Diese Frau will ein Schauspieler werden. So. Ich bin wieder auf diese verfickte Fast-Forward-Taste gekommen. Oh Gott. Ich reg mich gerade ein bisschen auf. Something a person is afraid of. Fallschirm springen. Auf hohe Gebäude klettern? Nee, keine Ahnung, ich will das nicht. Ich bin gerade ein bisschen demotiviert. No, das tut mir tatsächlich schrecklich leid. Ja. Oh, was kommt jetzt? What did... Was? Hä? Ja, mein Geld nehmen. Ja. Ja, hä? Mein Wagen putzen? Also wahrscheinlich diese Typen, die in Amerika auch noch deinen Wagen putzen und dir den Gas das Gasding befüllen. Name something you measure in... Measuring cups? Salz, Zucker, Mehl, Milch? Na komm. Sugar. So. Oh, das ist nicht die Top-Antwort, was soll das? Was sind nochmal Measuring Cups? Ja, halt so... Was weiß ich, was das deutsche Wort dafür ist. So Messbecher halt.
Spermien. Ja, das wird garantiert das sein, was wir haben wollen. Ich glaube, Salt, also Salz misst man doch nicht so ab. Das streut man kommt drauf an. Nee. Ich mach das so, weil ich mag Salz. So. Hallo? Wieso fällt mir das Wort nicht ein? Doch hier. Mehl, mein Lieber. Das müsste eigentlich die Top-Antwort sein. Tatsächlich. Was ja, also theoretisch, theoretisch Milch. Eventuell auch Wasser, aber... Wieso bin ich hier so planlos durch die Gegend? Was viele ja nicht wissen, ich bin ja auch Freizeitkoch vom Beruf. Und kenne mich natürlich bestens aus. Aber was gibt's noch? Vor allen Dingen vor Milch. Mehl, ja. Milch, Zucker. Salz nicht. Grieß. Pfeffer wahrscheinlich auch nicht. Ja, Pfeffer denke ich mal auch eher nicht. Ja, aber... Wasser im Notfall. Sahne? Ich weiß nicht. Cream? Das Problem ist, dass bei uns Sahne in theoretischen Messbechern kommt und immer sozusagen halt perfekt dosiert. Ich weiß nicht, wie das in Amerika ist. Ja. Was gibt's denn noch in Messbechern? Reis? Nee. Ja, also hauptsächlich irgendwas fürs Backen, glaube ich. Messbecher. Ja, ich probiere mal Water. Das glaube ich zwar nicht, aber... Das kann auch sein. Ja, bei den meisten Rezepten ist es halt nur ein Schuss Wasser oder so. Und das wird nicht wirklich gemessen. Oh! Wenn ich dich nicht hätte. Ja. Aber okay. Endlich mal ein bisschen Erfolg hier. Ach. Da habe ich verloren. Ach, das war schon die letzte Runde. Ah, okay. Ja, tut mir leid. Aber Rothaarige sind hier nicht erwünscht. In den USA. Ja. Dafür die Asiaten. Aber Familie Thompson, sage ich schon. Tam kann eigentlich nicht verlieren. Sind ja auch Asiaten, das klügste Volk im Universum. Was kam da gar keine Mathefrage? Egal. Name a toy, was? A toy a child plays with on floor. Car. So, jetzt kommt hier diese Blitzrunde. Ball. Name something ships have to watch out for. Glaciers? Rocks? Seit der Titanic sind es einfach Eisberge. Schreibt man das so? Glaciers? Ja. Ich glaube schon, ja. Aber ob die Name something you, so you wear when you dress casually. Shirt. Ja, keine Ahnung, was sie wollen. Name something you put on the bottom rack of your grocery cart. Ja, irgendwas, was nicht kaputt geht. Was? Eggs. Was? Eier. On the bottom? Was ist Bottom Rack? Ich dachte ganz nach unten. Also Sachen, die man nicht die nicht ja gut, doch, gehen, ja gut, dann so gesehen, Was soll denn nicht kaputt gehen? Keine Ahnung. Ja, oder ist Bottom Rack. Nee, keine Ahnung, was Rack bedeutet. Bottom Rack? Oh ja, was tut man da hin? Was nicht kaputt geht? Bottles. Die sind ja stabil. Ach, da kommt noch was. Name a famous Hollywood Street. Was? Ja, keine Ahnung. Street of Fame. Walk of Fame. Ja. Passt von der Zeit nicht mehr. Ja, vielleicht macht er was draus. So, Car. Ist nicht die Top-Antwort? Was soll das? Was? Ja. Ja. Ja, eine preisgekrönte Runde wird auf jeden Fall in die Hall of Fame eingehen. Ja, okay, was machen wir? Auf dem Boden. Womit spielen Kinder noch auf dem Boden? Mit einem Ball in einem... Ernsthaft? Weiß ich nicht, ich denke schon. Ja, ich habe als Kind auch mit einem Ball gespielt.
Ich habe mit einer Videokonsole gespielt, so sieht's aus. Ja, bald probieren wir es mal. Name something ships have to watch out for. Other ships. Ja, worauf sollen Schiffe achten? Felsen. Ja, Rocks, vielleicht. Ja, aber dann könnten die auch Gletscher. Mein Gott, das. Name something you wear. Ja. Nothing. Ja, was wollen die noch von mir wissen, wenn Shirt schon nicht genommen wird? Pants. Wo ist das P? Schwarz. Ja, komm. Ja, das checke ich halt immer noch nicht. Ich probiere mal X, weil nachher ist es wirklich so, dass es halt das untere gemeint ist. Also das alles, was halt leicht ist. Bottom rack. Weil ich weiß auch nicht, was man speziell nach unten tut. Halt irgendwas, was belastet werden darf, aber was weiß ich. Ich sehe schon in den Comments, werde ich Name mich a so höchst famous Hollywood beleidigt street. nachher. Woher soll ich eine Straße in Hollywood kennen? Ja, zum Beispiel der Walk of Fame wäre Ist, halt aber das ist was. doch keine Straße, das ist einfach nur ein Abschnitt einer Straße, oder? Dann halt First Street. Es gibt immer eine First Street. Oder eine Ernsthaft? Main Street. Es gibt immer eine in den USA. Ja, die kann doch nicht berühmt sein. Ich Nee, probiere das mal nicht, Walk of aber. Fame. Ich probiere mal Walk of Fame. Auch wenn ich jetzt schon den Fail rieche. Walk. Hallo? Ah, da gab's ein Lag. Off. Oh, so viel Buchstaben. Ja, besonders weil dieser eine Fail ja den ganzen Rest dann noch mit runterreißt. Ich kann's noch greifen. Siehst du? Siehst du? Was? Slacks? Ach Was sind so. denn Slacks? Ja, weiß es nicht. Pants scheinbar. Also. Ja. Glorios. Ich bin stolz auf mich. Ja. Ja, das Aber lief egal, gut. es freuen sich alle. Jeder hat ein bisschen was gewonnen. Du hast an Wissen gewonnen. Ich habe 350 Dollar gewonnen. Damit kann ich meine Busfahrt nach Hause bezahlen. Und ja, das war's. Das war die erste Runde. Family Feud oder Familienduell, wie es auch hier heißen würde. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Und es werden sicher neue Projekte folgen für den Super Nintendo. Und ich glaube, das hat uns so viel Spaß gemacht, dass wir auch noch ein paar Runden Familienduell spielen werden. Oder wie sieht es mit dir aus? Natürlich gern, ja. Ja, alle happy, alle applaudieren uns. Deswegen ein guter Zeitpunkt, sich zu verabschieden. Deswegen danke fürs Zusehen und ja, macht euch einen schönen Tag. Adios. Auf Wiedersehen.